ดีค่ะสวัสดีค่ะฮัลโหลอัสตริดกูเทนทักโคโรกอดคุณผู้ชมคะรายการของเราในวันนี้มีอาจารย์รับเชิญนะคะคืออาจารย์อัสตริดเฟิร์มฮาบิชไดเนนามันรูชติชอัลสกิชโปรคันกันส์รูชติชโคโรกอดอือฮึคันสูดิชมาฟอร์สเตลเลนยาแกนเน่มายนามอิสต์อัสตริดเฟิร์มIch bin Deutschlehrerin von Beruf. Wo unterrichtest du? Am Goethe-Institut. Und das macht viel Spaß. Wie lange bist du schon in Thailand? Erst 5 Monate. Sprichst du Thai? Oh, Mai Dai Ka. Thai ist schwer, aber ich möchte ein bisschen Thai lernen. Sehr schön.Danke fürs Interview. Bitte. Und herzlich willkommen zu unserem Programm. Danke. คุณผู้ชมคงจะได้ดินดิฉันทักทายกับอาจารย์อัสตริดในตอนต้นด้วยคำว่าฮัลโหลนะคะซึ่งก็เป็นคำที่ใช้เหมือนกันเมื่อเวลาที่เราพบกับเพื่อนฝูงหรือคนที่คุ้นเคยกันนะคะสำหรับวันนี้ก็พบกันอีกครั้งนะคะในตอนไทยเกรนปริศนาและใบ้คำซึ่งเป็นตอนที่21แล้วนะคะสำหรับรายการสนุกกับภาษาเยอรมันคุณผู้ชมคงพอจะจำได้นะคะว่าในตอนที่10ที่ผ่านมานั้นเราได้เคยร่วมสนุกกับเกมนี้มาแล้วนะคะซึ่งมีทั้งการใบ้คำและทดสอบถามเกี่ยวกับสารคดีประเทศเยอรมันนะคะที่คุณผู้ชมได้ติดตามชมกันไปหลายตอนและเพื่อเป็นการฟื้นความจำนะคะเกี่ยวกับผู้เข้าร่วมไทยเกมนี้นะคะเราก็น่าจะได้พบกับผู้พิธีกรหญิงนะคะที่ชื่อว่าคริสติน่าเมเดเกอร์อีกทีนึงนะคะอาจารย์อัสตริด Vielleicht erinnern Sie sich nicht mehr an die Moderatorin. Sie stellt uns jetzt die Gruppe der Teilnehmer aus der Folge 10 vor. Kommen Sie mit! Welcome to Lesson 21. Guess what we're going to do today? That's right, we're going to have another exciting round in our quiz. And this time,It's a very special one. 14 minutes long, with a jobs quiz, a quick answer quiz, an exciting city game, and lots more. But let's go straight to the studio and meet our 6 contestants with Christine. Viel Spaß! Großes Dankeschön an Nancy und Manu, unsere beiden Pantomimen. So ein Pantomime hat's natürlich gut. Der kommt ganz mit seiner Gestik aus, mit der Mimik. Das sind Clowns, Artisten, das sind Komiker. Ja, die müssen natürlich nicht die deutsche Sprache lernen. Wir tun uns da ein bisschen schwerer. Aber damit es uns Spaß macht, haben wir heute Nancy und Manu zu uns eingeladen, die uns da etwas unterstützen.Ich möchte Ihnen jetzt erstmal, meine Damen und Herren, noch schnell unsere Kandidaten vorstellen. Sie kennen sie vielleicht schon. Das ist Vivian aus Südamerika und Viktor aus Russland. Uyga, jedes Mal habe ich Schwierigkeiten mit dem Namen. Uyga aus der Türkei, Jung aus China, Deva aus Frankreich und Andy oder Andrew, besser gesagt, aus Amerika. Und jetzt erzähle ich euch, um was es geht. Ihr sollt möglichst viele Fragen an unsere beiden Pantomimen stellen.Und dann erraten, was sie euch zu sagen haben. Was fällt euch zu den beiden ein? Wer mag anfangen? Ich. Welche Sprache ist eure Muttersprache? Victor, was kann das sein? Französisch, nein, Italienisch, ich glaube. Italienisch, also es sind zwei Italiener. Ja. Was ist Ihre Lieblingsjahrzeiten? Ihre was, Ihre Lieblings? Jahrzeiten. Ah, was ist eure Lieblingsjahreszeit?Na, Deva, was kann das sein? Der Sommer. Der Sommer, ganz genau, richtig. Vivian, du wolltest etwas wissen. Wie alt sind Sie? 30. 30? Und Sie? Also entweder 25,5 oder? 27. Oder ja. 27. Wem glauben wir, Vivian? Wem glauben wir?
Er. Ihm? Ihm, ja. Ich glaube, ihr. Weiter geht's. Wer möchte jetzt fragen? Ja, ich möchte wissen, was für Musik hört ihr gern? Welche Musik ist das? Ich würde sagen, Boogie Woogie. Oder Twist, genau. Oder Twist. Ich habe eine Frage. Eure Lieblingsmusikalinstrument? Euer liebstes Musikinstrument? Musikinstrument, ja. Aha, Nancy? Klavier? Oh, Baraban, ich glaube. Nein? Nein? Das, was ist da, das weißt du aber, ja, huh, Andy? Ein Schlagzeug. Manus liebstes Musikinstrument ist also Schlagzeug. Andy, das ist doch was für dich. Du hast letztes Mal erzählt, du bist Profi-Schlagzeuger. Hat er das gut gemacht, der Manu? Ja, ich glaube, der hat das gut gemacht. Aber ich glaube, ich könnte das auch besser machen vielleicht. Du, dann mach's. Dann tu es. Darf ich die Bühne betreten? Du darfst gern die Bühne betreten. Ich glaube, du wolltest das spielen, oder etwas Ähnliches. ดิฉันคิดว่าอาจจะเร็วไปนิดนึงนะคะสำหรับคุณผู้ชมอาจารย์อัสฟริดคงพร้อมที่จะทบทวนประโยคคำถามที่สำคัญนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะ Das ging aber schnell. Ich hoffe, dass unsere Zuschauer mitkommen können. Wollen wir das vielleicht wiederholen? Gerne. Hören Sie bitte. Welche Sprache ist eure Muttersprache?Welche Sprache ist eure Muttersprache? Welches ist eure Lieblingsjahreszeit? Welches ist eure Lieblingsjahreszeit? Wie alt sind Sie? Wie alt sind Sie?คุณอายุเท่าไหร่ Welche Musik hört ihr gern? Welche Musik hört ihr gern? คุณชอบฟังดนตรีแบบไหน Welches ist euer liebstes Musikinstrument? Welches ist euer liebstes Musikinstrument? คุณชอบเครื่องดนตรีชนิดไหนมากคุณผู้ชมคงจะตามทันแล้วนะคะคราวนี้ก็จะขอเชิญอาจารย์ตั้งคำถามเราได้เลยนะคะ Astrid, fragst du uns noch einmal bitte? Ja, gerne. Welche Sprache ist deine Muttersprache? Thailändisch. Welches ist deine Lieblingsjahreszeit? Winter. Wie alt bist du? 27. Welche Musik hörst du gern?Popmusik. Ah. Welches ist dein liebstes Musikinstrument? Klavier. คุณผู้ชมคะคุณคริสติน่ายังคงมีรายการสนุกสนุกอีกต่อไปนะคะคราวนี้ก็จะเป็นการใบ้คำซึ่งก็คงจะไม่ยากเกินไปสำหรับความสามารถของพวกเรานะคะถ้าหากว่าคุณผู้ชมยังพอจะจำคำศัพท์เกี่ยวกับอาชีพต่างๆได้นะคะ Ja, bitte versuchen Sie jetzt auch mit den Teilnehmern zu ratenDie Musik denken wir uns dazu. Dann können wir jetzt zum nächsten Spiel kommen. Und zwar geht es jetzt darum, für euch möglichst viele Berufe zu erraten, die Nancy und Manu uns jetzt vorspielen werden. Ihr könnt sie einfach reinschreien, wenn ihr merkt, was die beiden ausdrücken wollen. Auf geht's. Der erste Beruf. Macht uns Manu vor. Kellner. Richtig. Rüdiger hat recht, er ist Kellner.Und was ist Nancy? Schneiderin. Nein, ich glaube nicht. Coiffeuse. Aha, eine Coiffeuse oder Friseuse, wie wir sagen, weniger vornehm. Ist der Dirigent? Dirigent, sagen wir, genau. Ganz richtig, Andy, ist Dirigent. Und das? Sieht ähnlich aus.Könnte das eine Anglerin sein? Eine Anglerin. Eine Anglerin, genau. Ein Angler, eine Anglerin. Was habt ihr noch auf Lager? Noch etwas? Ein Arzt.
Ein Arzt, genau. Ein Mediziner. Eine Sekretärin. Schreibmaschinen-Schriftstellerin. Nicht eine Schreibmaschine, eine Sekretärin. Also eine Dame, die eine Schreibmaschine bedient. Eine Sekretärin. Nancy und Manu, herzlichen Dank. Es hat viel Spaß gemacht. Euch doch auch. Ich glaube, das war ein Applaus wert. Danke euch zwei. So, Nancy, Manu, jetzt habe ich eine Frage an euch. Ich möchte einmal wissen, wie ihr ohne diese Masken aussieht. Würdet ihr die bitte mal abnehmen, damit wir euch einmal richtig sehen? Nein? Ein verschämtes? Doch. Das sind sie also im Original. Vielen Dank. Das habt ihr wunderbar gemacht. Ein Riesendankeschön. Jetzt haben wir so viel über die verschiedensten Berufe erfahren. Natürlich interessiere ich mich jetzt auch dafür, was eigentlich unsere sechs Kandidaten hier so beruflich in ihrer Heimat machen. Zum Beispiel du, Vivian, du kommst aus Südamerika, aus Kolumbien. Ja. Was machst du da? Ich bin Grafikerin und ich bin auch Fotografin. Fotografin? Ja. Was fotografierst du am liebsten? Ich fotografiere Tiere. Du fotografierst Tiere am liebsten? Ja. Viktor, was machst du in Russland? Ich bin Lehrer. Ich bin russischer Lehrer für ausländische Studenten. Mhm. Bringst denen Russisch bei? Ja. Auch ein schwieriges Unterfangen, auch viel Geduld gefragt. Ja, aber nicht mehr als in Deutsch. Uyga, was machst du in der Türkei? Ich glaube, du kommst aus Ankara. Mhm, genau. Ich studiere Politikwissenschaften. Was möchtest du mal machen? Vielleicht auch in Journalistenfach gehen? Das wäre schön. Ich könnte von meinem Vater noch vieles lernen. Er ist noch Journalist. Er ist Journalist? Ja. Dann ist das ja eigentlich vorprogrammiert. Mhm. Dann marschiere ich jetzt mal zu unseren drei anderen Kandidaten rüber. Jung, was machst du in Peking? Ich bin ein biochemischer Student. Biochemie studierst du? Gerade das schwerste Fach. Ja. Das Studium ist auf natürlich Biologie und Chemie überdeckt. Mhm. Und? Ja, sehen Sie meine Brille. Genau, die Brille schon vor lauter Lesen. Und du, Deva? Ich studiere auch noch. Ich studiere Kommunikation. Wo machst du das? In Nizza. In Nizza? Ja. Das ist auch kein Kommt man da überhaupt zum Studieren, weil es da so schön ist? Ich meine. Ja, angenehm studieren. Liegt man da nicht nur am Strand? Nein. Also ich würde da nur am Strand liegen. Gut. Andy, von dir haben wir schon erfahren, du bist Musiker, du bist Schlagzeuger. Ja, aber gleichzeitig hoffe ich, eines Tages ein Rechtsanwalt zu werden. Ah, dann ist Schlagzeugspielen nur dein Hobby? Mhm. Dann studierst du Jura? Ja. Und ich habe gedacht, Moment. Du bist Profi-Schlagzeuger. Ja, aber gleichzeitig mache ich den Versuch, ein Rechtsanwalt zu werden. Also noch was Sicheres, falls das mit dem Musiker nicht klappt. Genau. Ein musizierender Rechtsanwalt. Ja. Hast du zwei Standbeine, das ist prima. Nun, Kurokot, hast du auch raten können? Nein, nicht alles, Astrid. Ich habe keine Methoden noch. Dann üben wir noch einmal. Ja, gerne. Was ist das? Kellnerin. Kellner. Flüssöse? Ja, richtig. Und? Dirigent? Ja. Und? Anglerin. Ja, gut. Und jetzt? Arzt? Ganz richtig. Mhm. Und? Sekretärin? Ja, du hast gut verstanden. Danke, Astrid. Vielleicht sollst du auch mal raten, oder? Vielleicht, Korokot. คุณผู้ชมคะเกมใบ้คำนี้ดูสนุกดีนะคะแต่ว่าที่คุณคริสติเนอร์ยังมีรายการทายปัญหาจากสารคดีเยอรมันที่เราได้ชมกันมาแล้วอีกนะคะ Ja, kommen Sie mit. Jetzt sehen wir erstmal, was sich auf unserer Vidi-Wall tut. Ihr kennt das ja schon inzwischen. Wir kommen zu unserem Städtequiz. Und wie das funktioniert, das wisst ihr auch. Ihr drückt auf die Knöpfe hier vor euch. Genau, dann leuchten hier Lichter auf. Ihr drückt aber nur, wenn ihr was erkannt habt und etwas dazu sagen möchtet. Also würde ich sagen, Vidi-Wall ab.
In Münster wird dieses Brot hergestellt. Es ist besonders schwarz und hat einen ganz merkwürdigen Namen. Weiß einer, wie es heißt? Andy. Könnte das Pumpernickel sein? Pumpernickel. Woher weißt du das, Andy? Wir haben Pumpernickel zu Hause in Amerika. Und schmeckt das genauso wie unser Pumpernickel? Ich glaube. Du hast noch nie deutsches Pumpernickel gegessen? Noch nicht. Aha, schmeckt aber sehr gut, ganz besonders zu Käse. Weiter geht's. Dieser Mann hier heißt Christian Werner. Er stellt Holzspielzeug her. Und das in einer Region, die ganz berühmt für Holzspielzeug ist. In der lebt er und in der arbeitet er. Wie heißt diese Region? Ist das in die Herzgebirge? Das Erzgebirge, ganz genau. Verdankt seinem Namen den reichen Erzvorkommen, also besonders Kupfer und Silber wurde da abgebaut. Allerdings so heftig abgebaut, dass es jetzt davon nichts mehr gibt, liegt an der tschechischen Grenze. Das Erzgebirge. Weiter geht's. Stahl und Kohle. Welche Region Deutschlands ist dafür berühmt? Wo wird so gearbeitet? Viktor. Ja, ich glaube, das ist am größten Industrialgebiet, Ruhrgebiet das, in Deutschland. Das Ruhrgebiet, stimmt ganz genau. Wie nennt man die Arbeiter, die da arbeiten im Ruhrgebiet? Oh. Ja, sie arbeiten mit dem Stahl und vielleicht heißen sie Stahlmänner. Stahlmänner? Nein, da gibt es einen ganz eigenen Ausdruck, das sind die Kumpels. Ah, Kumpels. Also ein Kumpel ist ja eigentlich ein Kamerad, ja. Abgeleitet, also die Kumpels. So viel also, Uiga, zur harten Arbeit. In der Freizeit, da zieht es die Deutschen zuhauf mit Kind und Kegel ins Grüne. Und was machen sie dann gern? Camping. Das haben sie sehr, sehr gerne. Und darum zeigen wir euch jetzt ein paar Bilder, wie so ein Campingalltag abläuft. Und ihr sollt möglichst viele dieser Bilder dann sagen, was ihr gesehen habt. Auf geht's! Das sieht ja schon ganz gemütlich aus. Sport darf nicht zu kurz kommen. Das muss auch sein. Und der Herr hat es wieder sehr bequem. Was habt ihr alles gesehen? Vivian? Kaffee kochen. Ja. Und essen. Frühstücken. Frühstücken, genau. In der Sonne. Gras schneiden. Rasenmähen nennen wir das. Auch so ein kompliziertes deutsches Wort. Aber natürlich hast du recht, es wurde Gras geschnitten, also Rasenmähen. Pumpen. Pumpen, genau. Eine Luftmatratze wurde da aufgepumpt, also pumpen. Es wurde auch Fußball gespielt. Fußball spielen. Und ich habe eben viele Leute schwimmen sehen. Ich habe nur einen schwimmen sehen, aber gut. Wenn du viele Leute gesehen hast, Andy, ist das in Ordnung. Ich glaube. Ein Haus, Pulle, Sticken. Stricken. Stricken. Sticken ist das. Ja, und Stricken aber das ist mit genau zwei so. Nadeln. Ganz genau. Stricken. Prima habt ihr das gemacht. Ihr habt euch eine ganze Menge gemerkt, sogar alles. Und wir machen weiter mit unserer Videowall. Und unser nächstes Bild, ein großer Spaß in Deutschland. Wie heißt dieser Brauch und welche Stadt ist dafür berühmt? Das könnte Julia. Der Kölner Karneval sein. Es könnte der Kölner Karneval sein. Du hast vollkommen recht, Uiga. In dem Fall ist es aber Mainz und damit heißt es nicht Karneval, sondern Fasnacht. Die Mainzer Fasnacht. Bei uns in München würde es Fasching heißen. So sind eben die kleinen Unterschiede. Wir kommen zum nächsten Bild. Wir sind jetzt im Südwesten Deutschlands. An der Grenze zu Frankreich liegt ein großes Weinbaugebiet. Wie heißt diese Region? Da frage ich jetzt einfach Deva. Das musst du wissen als Französin, Deva. Name des Regionen, ist das in die Weinstraße? Du hast vollkommen recht. Das ist die berühmte Weinstraße in der Rheinpfalz. Und jetzt haben wir noch eine letzte Frage. Und die führt uns in den Schwarzwald. Wie nennt man diese lustigen Uhren? Kuckucksuhr. Wie? Sag's nochmal, Jo. Kuckucksuhr. Es sind die Kuckucksuhren. Oh. Aber es war fast richtig. Sag's nochmal. Kuckucksuhr. Kuckucksuhren. Kuckucksuhr. Das ist ein gemeines Wort, was ihr alles lernen musstet. Pfannkuchen und Heidschnucke und Kuckucksuhren. Aber das ist schon wichtig, damit man diesen Sprachduktus ein bisschen findet. Ich bedanke mich bei euch. Ihr wart wie immer ein prima Team. Es hat mir viel Spaß gemacht. Ich hoffe, Ihnen, liebe Zuschauer, hat es auch Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Und jetzt noch einmal Nancy und Manu. คุณผู้ชมคะนับว่าไม่ง่ายเลยนะคะสำหรับนักศึกษาที่ไม่เคยอยู่ในประเทศเยอรมนีนานๆนะคะแล้วอีกประการหนึ่งก็คือว่าสารคดีเกี่ยวกับประเทศเยอรมันนั้น
บางตอนที่เราได้ชมไปก็ค่อนข้างจะนานมาแล้วนะคะจึงทำให้ลืมเลือนไปได้บ้างสำหรับนักศึกษาตามโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยก็อาจจะค้นคว้าข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับสารคดีเหล่านี้หรือเมืองต่างๆเหล่านี้ได้ในห้องสมุดนะคะซึ่งเมื่อกล่าวถึงสารคดีที่ผ่านมาดิฉันก็เลยคิดว่าวันนี้จะขออนุญาตอาจารย์อัสทริดนำคุณผู้ชมย้อนกลับไปชมเมืองไวมานะคะเพื่อเก็บข้อมูลเพิ่มเติมค่ะดีไหมคะอาจารย์ Gut Weimar ist wirklich eine wunderschöne Stadt Erzählst du unseren Zuschauern noch mehr über Goethe ja Ja gerne ค่ะและดิฉันก็จะขอเล่าเรื่องเมืองไวมานี้เพิ่มเติมให้กับคุณผู้ชมฟังนะคะจากการที่ได้ไปค้นคว้าข้อมูลมานะคะเราก็จะไปที่เมืองไวมากันอีกครั้งหนึ่งค่ะคุณผู้ชมคะเมืองไวมานี้เดิมทีอยู่ในเขตเยอรมันตะวันออกนะคะก็คืออยู่ในรัฐทูริงเจียหรือที่เรียกเป็นภาษาเยอรมันว่าทูริงเกนมีพลเมืองประมาณ 60,000 คนนะคะแล้วคุณผู้ชมก็คงจะได้ข้อมูลมาแล้วว่าเมืองนี้เป็นศูนย์รวมของกวียุคคลาสสิกที่มีชื่อมากนะคะกรุณาดูภาพนี้เลยค่ะนี่ก็คือภาพของโยฮันวอล์ฟกังฟอนกูเธอร์ซึ่งเกิดในคริสตศักราช1749และมีชีวิตอยู่ถึงปี1832นะคะ กวีเอกผู้ยิ่งใหญ่ผู้นี้นะคะได้ประพันธ์ผลงานที่ยิ่งใหญ่แล้วก็เป็นที่รู้จักกันทั่วโลกเลยนะคะก็คือเรื่องฟาวสต์เกอเธอนี้เป็นนักรักผู้ยิ่งใหญ่เช่นเดียวกันนะคะแล้วที่เมืองไวมาแห่งนี้เองเขาก็ได้พบกับรักแรกแล้วก็ได้เลือกคริสเตียเนอร์วูลพิอุสนะคะเป็นคู่ชีวิตของเขาในช่วงนั้นเขาก็มีมิตรสหายทางวิชาการที่โดดเด่นหลายคนนะคะเช่นฟริดริชชิลเลอร์นีทเชอร์มาร์ตินวีลันด์แล้วก็กอตฟรีดเฮอเดอร์บ้านของเกอเธ่ตลอดจนภัตตาคารเก่าแก่ที่เราได้เห็นนะคะคือไวเซอร์ชฟานจึงเป็นศูนย์รวมการพบปะเสวนานะคะระหว่างกวีนักปรัชญาจิตรกรแล้วก็นักเขียนโดยทั่วไปในสมัยนั้นนะคะนอกจากนี้เมืองไวมายังมีความสำคัญทางด้านการเมืองอีกนะคะคือว่าในปีคริสตศักราช1919ก็ได้มีการก่อตั้งสาธารณรัฐไวมาขึ้นที่เมืองแห่งนี้นะคะซึ่งถือว่าเป็นรากฐานระบอบประชาธิปไตยของเยอรมันเลยทีเดียวค่ะค่ะต่อจากนี้ก็ขอเชิญคุณผู้ชมไปพบกับเมืองเล็กๆที่น่ารักนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากนั้นเราทั้งสองคนก็คงจะต้องกล่าวคำว่า Auf Wiedersehen และพบกันใหม่คราวหน้าค่ะสวัสดีค่ะจากไวมาเราเปิดประตูสู่โลกกว้างโยฮันวูฟกังฟอนเกอเธ่ได้บรรยายเกี่ยวกับเมืองนี้ไว้ในปีคริสตศักราช1823เขาได้ใช้ชีวิตอยู่ที่นี่เกือบ60ปีทีเดียวด้วยยุคคาร์ล อากูสได้เชิญชวนเกอเธ่ผู้เป็นอัจฉริยะมาเมืองนี้ตลอดจนกวีอื่นๆที่สำคัญอีกเช่นฟรีดริชชิลเลอร์กอตฟรีดเฮเดอร์คริสตอฟมาร์ตินวีลันณที่นี่เองที่บรรดากวีเอกทั้งหลายได้เขียนงานชิ้นเยี่ยมๆขึ้นทัศนคติที่ว่าชาติหนึ่งนั้นตั้งขึ้นมาไม่ใช่เพื่อเพียงการรวมตัวเป็นรัฐหนึ่งเท่านั้นทว่าเป็นวัฒนธรรมผสมผสานระหว่างมวลมนุษย์ด้วยกันถือว่าเป็นความคิดแนวปฏิวัติในสมัยก่อนไวมาจึงกลายเป็นจุดศูนย์กลางประเทืองปัญญาของยุโรปทีเดียวร้านไวเชชวานหรือหงขาวนี่คือร้านอาหารเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรปมีอายุถึง500ปีแล้วเกอเธ่เคยมาที่นี่บ่อยๆตรงใกล้ๆกับที่เสิร์ฟเครื่องดื่มนี้ก็คือโต๊ะประจำของกวีเอกมรดกตกทอดของเมืองไวมาที่หาค่าไม่ได้ก็คือบ้านเกิดของนักปรัชญาผู้ยิ่งใหญ่ฟรีดริชนีเช่ที่จิตรกรและสถาปนิกเฮนรี่ฟานเดเฟลเดเป็นผู้รังสรรค์สถาปัตยกรรมสไตล์ใหม่นี้วอลเชอร์โกลพิอุสผู้ก่อตั้งกลุ่มศิลปินในปี1919ได้ให้ชื่อว่าบาวเฮาส์